Hey liebe YouTube-Freunde, willkommen zu German Warface. Ja, heute mache ich ein kleines Video und zwar eher so ein Update-Video, was es so Neues gibt, weil es ist ein Update rausgekommen, das ist schon ein, zwei Tage alt. Und in diesem Update geht es nämlich um eine neue Zufallskiste, Nebelgranaten und einer neuen Map, die ich dann noch vorstellen werde. Wir fangen mal direkt mit den Zufallskiste an und zwar, Entschuldigung, bin ein bisschen erkältet, und zwar die Zufallskiste mit den FC-Waffen. Warface FC-Zufallskiste. Im Endeffekt für den Fußball Euro 2016. Und zwar bekommt man in dieser Kiste eine random permanente Waffe mit einem geilen Skin. Also einmal die R16, die CCR Honey Badger, die Farm ATF-12 oder die Richmond S22. Die nennen sich R16 A4 Außenstürmer, CCR Honey Badger Verteidiger, Farm ATF-12 Torwart und Richmond S22 Stürmer. Ja, was soll ich dazu sagen? Eigentlich sehr geile Waffen. Ich besitze momentan, wie ihr seht, die CCR Honey Badger in der Version. Die zeige ich euch gleich noch im Inventar. Aber bevor wir dazu kommen, gehen wir direkt jetzt mal zur nächsten Sache über, weil da weiß man jetzt, was auf euch erwartet. Eine Kiste kostet 60 Credits und dann halt immer so weiter, bis man halt random eine Waffe bekommt. Die Chance, eine Waffe zu ziehen, ist eigentlich wieder mal sehr gering. So, dann kommen wir jetzt direkt mal zu den Nebelgranaten. Weil ich ja so viel Geld habe, werde ich mir jetzt mal die deutsche Nebelgranate holen. Warum deutsche Nebelgranate? Keine Ahnung. Weil es gibt auch Schweizer Nebelgranate, Schweden, Slowakei etc. Wir gucken uns mal die Nebelgranate an. Bis jetzt habe ich mir noch keine gekauft. Die kaufen wir uns jetzt und dann können wir uns die mal genau angucken. Kein Platz mehr frei. Du kannst mich mal sowas von gegen den Strich lenken. Wir werden jetzt einfach die Zeitgedöns hier mal gegen die Rauchgranate wechseln. Direkt mal wechseln. Guck mal, die taktische Axt. Oh yeah. Oh, sexy. Und das ist die Nebelgranate. Wie sieht die aus? Das werden wir jetzt mal uns angucken. Bis jetzt noch sehr, sehr normal. Und da kommt eine Deutschlandflagge. 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 Also, was Besonderes ist es jetzt, wenn ich ehrlich bin, nicht. Die sind nur sauteuer, 50 Credits für einen Tag Nebelgranaten ist wirklich extrem teuer und dann verschwindet der Rauch. Also eigentlich im Endeffekt machen diese Rauchgranaten Rauch und bringen halt so, ich sag mal, noch so Zeichen mit. Also an sich nichts extrem Besonderes an dieser Rauchgranate. Ich werde die trotzdem mal einpacken, wer weiß, ob ich die vielleicht nochmal brauche. Jo, ich habe sogar noch die grünen Nebelgranaten, aber vielleicht brauchen wir die noch. Ja, die Waffe, genau. Das ist nämlich die CCR Honey Badger in der Fußballversion. Meiner Meinung nach sehr schön. Wie ihr seht, sieht das optisch sehr extrem geil aus. Gut gemacht, muss ich sagen. Und ich finde die Waffe optisch sehr geil. Das 2016er Logo ist sehr gut zu sehen. Und die Waffe ist permanent, also man kriegt sie nicht auf Zeit, sondern wirklich nur permanent, wenn man sie zieht. Und dass ich dann auch noch direkt die CCR Honey Badger bekommen habe, ist ja schon mal eine geile Sache, weil die ist wirklich extrem krass geil. Ja, ich denke mal, jetzt habe ich euch mal das Update so gezeigt. Ich werde euch die neue Map jetzt mal vorstellen. Direkt mit der CCR Honey Badger. Ich hoffe, ich kriege die Runde gut hin. Wenn ich eine Scheißrunde mache, ist mir das auch egal. Ihr solltet die Map ja sehen und eigentlich nicht die Runden. Ich sage einfach mal bis gleich. Hey liebe YouTube-Freunde, willkommen zu German Warface. Ja, wir haben ja, oder beziehungsweise, bist du willkommen zu German Warface. Willkommen in der Runde. Ja, ich wollte ja eine Review darüber machen, warum es nicht. Hier geht es nämlich darum, es geht ja heute um die, oder beziehungsweise geht es um die neue Map, beziehungsweise um das Fußball-Update für die Euro 2016. Und ja, ich freue mich eigentlich riesig drauf auf die Runde heute. Weil die neue Map ja wirklich was Besonderes ist, beziehungsweise das neue Update was Besonderes ist. Und ich kann mich nicht beschweren bis jetzt, ne? Also wirklich echt extrem, was es so Neues gibt. Und ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, weil das ein bisschen ungewohnt ist. Ich habe nichts mehr gesehen, habt ihr das gesehen? Es war ein bisschen leiser, weil mir das ein bisschen zu laut ist. Ja, also was ist so toll an dieser Map? Ja, besonders an dieser Map ist halt die Optik. Und zwar ist es eigentlich nur die Öldepot in der Euro 2016 Version.
Ja, was soll ich noch dazu sagen? Also eigentlich nur, dass es eine Euro 2016 Version ist und ich mich riesig darüber freue, dass wir diese Version bis oder beziehungsweise diese Map gibt. Ich denke mal, die ist nur für die Euro 2016, also es gibt ja jetzt keine Informationen dazu, wie lang diese Map bleibt und wie viel habe ich veraimt, bitte? Checkpoint. Oh, Wingo. Wingo. Ja, sonst gibt es so nichts Besonderes an dieser Map. Die Map, ja, optisch sieht die aus wie halt ein Fußballfeld. Es sind sehr viele Fans, die draußen zugucken, wie wir Leute zerschießen. Ja, wie ihr dann auch seht, ein paar Kisten, beziehungsweise ein paar Boxen. In grün und rot, Warface-Boxen. Da ist gesmoked, da ist gesmoked, da ist gesmoked. Also eher so, ich sag mal, sehr interessant. Dann die ganzen Flaggen von den ganzen Teams und eine Anzeige, wie viel es steht, ob 1:0, 2:0, etc., etc., etc. Also ich denke mal, das wird noch sehr interessant werden, die nächste Zeit mit diesem Update. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt. Ja, was gibt's noch so Neues? Eigentlich nichts Besonderes. Außer, dass ich dieses Video machen sollte halt. Und ich hoffe, euch gefällt dieses Video genauso, wie mir es gefällt. Noch Checkpoint. Der Typ ist fast low. Jetzt kriegt er auch noch den Kill, der von da. Och man, warum kommen die dann von der Seite? Naja, 11-7 ist ja noch in Ordnung. Das ist auch kein Skill. Ja, ein bisschen abgelenkt, aber sonst geht's. Och Leute. Also irgendwie werden die Runden immer schwieriger, ne? Wisst ihr das? So war eine Runde gestern auch und dann habe ich die Runde nämlich verkackt. Ja gut, kein Leben mehr, da kann ich nichts machen. Boah, also bis jetzt gefällt mir die Runde ganz gut. Hier sind noch ein paar Bälle. Also wirklich, die Map ist nichts extrem Besonderes. Es ist halt nur eine umgebaute Ödepo-Map, die ein bisschen anders aufgebaut ist als sonst. Und ich finde, das ist gar keine schlechte Idee, finde ich. Das ist Feuerwerk. So, das ist der Eiffelturm. War auch gerade ein Feuerwerk. Und steht immer noch 0:0. Dieser Santa Cactus, ne? Dieser Dude, ne? Der kassiert so wenig. Das ist unnormal. Was? Bin reingestylt, krieg einen Headshot, alles klar. Durch Zufall. Wir verlieren aber. Das ist nicht schön. Jungs, streckt euch doch mal ein bisschen mehr an. Ja, Munition immer wieder leer. Ein Santa Cactus holt mich schon wieder. Also dieser Dude ist der Einzige, der mich ein bisschen abfuckt. Och man, Leute. Ja, das ist doch scheiße. Oh, schon wieder so. Nein, nein! Spawn Trappen ist auch kein Skill, Leute. Mann, der Skill von dem wird auch immer besser.
Schon wieder eine Mine. Also diese Minenkills gehen mir langsam richtig gegen den Strich, ne? Ah gut, da soll es leider nicht nochmal rein. Also der Weg ist sehr gesichert. Und da kommt noch einer Detox. So wie die da reindrücken, das ist unnormal. Habt ihr das gerade gesehen? Also einen habe ich richtig gedrückt. Dieser Checkpoint, ne? Der bleibt einfach stehen und schießt einfach. Hat aber doch mit 15 zu 13. Respekt. Ich weiß nicht, was mit Mamba los ist, aber irgendwie... Och, wie viel Munition haben die denn eigentlich? Ja, okay, Santa, Kaktus, alles klar. Moment. Also es war schon klar, als ich da um die Ecke gegangen bin. Aber naja, ist ja in Ordnung. Ich bin auch ein bisschen, Oh. Dieses Ding da oben hat sich nicht geändert, ne? Als wir verloren haben oder gewonnen haben, beziehungsweise die Gegner gewonnen haben. Naja. Die Map ist nicht so meine Map, bin ich ehrlich, also nichts gegen die Map selbst, aber das ist einfach nicht meine Map und es wird auch nie meine Map sein, weil ich kann auf dieser Map einfach nicht spielen. Es ist so, es bleibt so und es wird so bleiben. Und ich werde auch nichts daran ändern. Also ich kann mit dieser Map einfach nicht umgehen. Naja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, teilt es der Welt und erzählt es den Leuten, die ihr kennt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut raus. Ciao.